Yo, was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben jetzt 1 Uhr in der Nacht. Ich muss leise sein. Wir reagieren auf das neueste Video von Arafat, ja? Arafat Abu Chaka spricht Klartext 3 DGBR. Also, sind wir gespannt. Chat, let's go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hallo an alle. Es ist wieder soweit. Ich weiß, es ist ein bisschen lustig. Ich komme mir ein bisschen manchmal so ein bisschen doof vor, wenn ich hier alleine so quatsche. Und niemand hier und irgendwie führe ich Selbstgespräche, denke ich mir. Aber ich weiß, dass Leute da sind und etwas neugierig sind. Wie gesagt, das letzte Thema war K1. Nicht nur K1 mit der Minderjährigen, inklusive sein Stiefvater, inklusive Ganji, inklusive noch eine andere Person. Bruder. Diese Mango, eieiei. Aber die möchte ich jetzt nicht erwähnen. Inklusive Bushido, der Chats und Videos von Minderjährigen verbreitet hat. Heute fange ich an mit meinem Ex-Partner. Mit der GBR, Bergmanns Glück. Damals, 2010, hat uns jemand, ich glaube, 7 Gebäude verkauft. Das waren ehemalige russische Kasernen. Die sind in Güdersdorf. Er trat an mich an und sagte mir, hey, hast du Bock, ein Geschäft zu machen, Immobilien, bla bla bla. Ja, warum nicht? Das ist ein Steuermodell, weil hat er mir erklärt, wie, warum Steuermodell. Er meinte, wenn Denkmal saniert wird, ich erkläre euch, dass ihr es versteht, wenn Denkmal saniert wird, könnt ihr Steuern sparen. So wie den Kauf von Denkmal, könnt ihr keine Steuern sparen. Aber alles, was beispielsweise, es musste ja komplett saniert werden und die Sanierung hat, glaube ich, knapp 6 Millionen Euro gekostet. Und diese 6 Millionen Euro können wir, weil wir die ja vorschießen für ein denkmalgeschütztes Objekt, wir stellen wieder Denkmal her, können wir über 9 Jahre Steuern sparen. Das ist eigentlich, wenn man das Geld hat, wir hatten das Geld damals nicht, also haben wir das finanziert und haben das saniert, haben das bezahlt, also unsere Anteile haben wir bezahlt und haben wir saniert. Dann trat ich an Bushido an und sagte, hey, hast du Bock? Steuern, bla bla bla. Kein Bock, bla bla bla. Ich so, okay, kein Problem. Dann haben wir uns 1-2 Mal getroffen, haben wir wieder drüber geredet, habe ich ihnen so das Konzept erklärt und der andere junge Mann, den möchte ich auch nicht erwähnen, weil ich weiß nicht, ob er erwähnen werden will, hat ihnen das auch erklärt und dann hat er gesagt, ey, cool, am Ende des Tages sind 99... Bruder, du hast halb Deutschrap erwähnt, aufgezählt und willst sie alle liegen. Bruder, erwähne diesen Namen auch noch, macht gar keinen Unterschied. Wohnungen davon entstanden. Das Ding ist jetzt heute circa 12 bis 15 Millionen Euro wert. Warum ich das erzähle? Am Ende Mai findet wieder eine Gerichtsverhandlung statt, weil viele denken, die Gerichtsverhandlung in Berlin endete mit Bushido und mir. Nein, Bushido hat mich in anderen vielen Sachen verklagt, versucht mich aus der GBR rauszuschmeißen, weil er sagt, er kann mit mir nicht, weil ich ihn ja angeblich, weil er denkt, ich könnte ihm was antun, was das Urteil komplett dagegen gesprochen hat. Aber da spielen viele andere Faktoren wie die Polizei und Co., die ihm dabei geholfen haben, mich aus der GBR auszuschließen. Ich habe mich damals gewehrt und habe gesagt, sag mal, das war gar nicht unsere Abmachung. Unsere Abmachung war, wir kaufen die GBR, sanieren sie, sparen 9 Jahre Steuern. Nach dem 10. Jahr können wir steuerfrei verkaufen. Okay? Das heißt, wenn du ein Objekt, was du vermietet hast, was du nie selber drinne gewohnt hast, 10 Jahre hältst, kannst du steuerfrei verkaufen. Wohnst du selber, kaufst du den Eigenheim, 2 Jahre, egal, was du an Gewinn machst, du musst drin wohnen, kannst du für 100 Millionen verkaufen, steuerfrei ist dein Geld. Gesagt, getan, alles lief wunderbar. Wir haben das saniert, wir haben gemacht, wir haben viel Geld bezahlt. Irgendwann bei Gericht erzählt Bushido, er hätte nie davon gewusst, was reinkam, was rauskam. Alles hatte ich mir unter die Fittiche genommen, wie mein Bruder Rommel genauso. Obwohl mein Bruder Rommel sehr, sehr viel für uns getan hat, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, das Geschäft hat er nicht ans Land gezogen. Im Gegenteil, wir haben, oder besser gesagt, ich habe ihn daran bereichert, nicht andersrum. Und jetzt versucht er mich rauszuschmeißen, weil Gier frisst Hirn, auf gut Deutsch. Boah, ich sage euch ehrlich, bei dieser Thematik, weil Arafat ist ein sehr, sehr Abgewichster, er weiß, was er macht. Wie gesagt, er droppt viele Insider-Infos. Ich möchte ihm gerne glauben, aber bei dieser Thematik, ob jetzt Bushido ihn linken wollte mit den Immobilien und nicht andersrum, ich kann dazu nichts sagen. Mit wem ich jetzt mehr sympathisiere oder nicht, ich kann da jetzt nichts zu sagen. Also, wir glauben ihm jetzt einfach mal so, aber am Ende des Tages, was die Wahrheit ist, wissen nur die beiden unter sich, sonst kein anderer. Deutsch. Und jetzt streiten wir uns, glaube ich, seit 2018. Am 14.09.2018 hat er mich aus der GBR gekündigt. Und da dachte ich mir, wer kann mich doch nicht aus meiner GBR kündigen? Ich bin 50% Eigentümer. Und dann gehe ich zum Anwalt und frage, sag mal, geht sowas? Er meinte, ja, er behauptet 1-2-3. Ich meinte, ey, aber es ist gelogen. Wir haben eine Vereinbarung, dass wir nach 10 Jahren verkaufen. Jeder nimmt die Hälfte und jeder geht seinen Weg. Das ist so ähnlich wie in Kleinmachnow. Aber das ist eine andere Geschichte, deswegen bleibe ich erstmal da. Weil dieses Gericht findet noch statt und ist noch aktuell. Ja, dann hat er mir, so Einzelheiten will ich gar nicht
es ist uninteressant. Wie gesagt, es war ein Selbstläufer, jahrelang ein Selbstläufer. Irgendwann haben wir einen kleinen Machnuffel gebaut und sagte dann zu ihm, sag mal, wo ist das Geld von den ganzen Bauten? Weil er hat mir eine Person vorgestellt. Ich kannte diese Person nicht. Er kannte sie seit Jahren, Ewigkeiten. Dann kam er hierher und sagte, hey, das ist XY und der hat hier eine Firma um die Ecke und der würde mir helfen. Weil Bushido war ziemlich gemütlich in dem Bau von Kleinmachen. Warum? Er hat in einer Villa gelebt, die war knapp 700 Quadratmeter groß. Ich habe in einer Drei-Zimmer-Wohnung gelebt, sehr bescheiden. Alhamdulillah, ich bin immer noch bescheiden und hatte keinen Druck irgendwie jetzt unbedingt. Digga, kommt dieses Geräusch von denen? Obwohl ich Kohle habe, in ein großes Haus einzuziehen. Ihr fragt euch, warum, was das mit das zu tun hat. Erkläre ich euch gleich. Also hat dieselbe Person, die mir Rüdersdorf angeboten hat, hat mir auch Kleinmachnow angeboten. Aber mir hat sie es angeboten, nicht Bushido. Und sagte man, ich habe gehört, dein Bruder hat gesagt, also dein Bruder sagte mir, du suchst ein Haus. Ich so, ja, ein Kleinmachnow. Ich so, was für ein Kleinmachnow? Wo liegt denn Kleinmachnow? Ja, im Osten, in Brandenburg. Ich so, komm, hau ab, Alter, was für ein Brandenburg? Ich will in Berlin bleiben, ich bin Berliner. Aber es ist nur eine Fluglinie, wirklich 900 Meter, nicht mal 900 Meter. Ich mach Fluglinie, kannst du 900 Meter laufen bis in Berlin, Zehlendorf. Er sagte mir, willst du die nicht angucken? Nee, ich habe kein Interesse. Dann haben wir uns nochmal getroffen mit ihm, wegen Rüdersdorf, nicht wegen Kleinmachnow, wegen Rüdersdorf. Da saßen wir in der Hundekehle, da war sein Haus. Hat er mir auch angeboten, aber hat mir nicht gefallen, weil es hatte kaum Garten. War groß, schön, aber hatte keinen Garten. Damals waren die Immobilien noch bezahlbar, übrigens. Da meinte er zu mir, sag mal, willst du dir das nicht mal angucken? Ich so, weißt du was, ich guck's mir an, komm. Willst du mitkommen? Nee, ich habe keine Zeit, alles klar. Bin ich mit ihm hingefahren, mit meinem Bruder Rommel und ihm. Bin in, nach Kleinmachnow gefahren. Hab ich gesagt, okay, wo bin ich hier? Hab mir gedacht, ey, ist gar nicht so weit. Fahr ich in Kleinmachnow rein? Ihr müsst euch vorstellen, ich bin reingekommen, hatte so ein Bild, wie man sich das vorstellen kann. Aber ich hab gesagt, warte. Er fährt weiter, so, wohin wärst du? Alles Wald, voller Bäume, alles. Fahren nach ganz hinten und hat mir das hintere Haus gezeigt. Alter, ist ein richtiges Geisterhaus. Ist richtig runtergekommen. War kurz vorm Einsturz. Wirklich so runtergekommen ist. Er meint, ich gucke so und okay, was nach hinten, hat er mir nach hinten gezeigt. Und ich hatte mir so eine Vorstellung, wie man das machen kann. Hab gesagt, ist nicht so weit, ein bisschen abseits von Berlin. Tut vielleicht gut. Wie gesagt, getan. Okay, ich sag, cool. Ich so, was machst du mit dem mittleren Haus? Hat er gesagt, ja, da will ich selber drinnen leben. Und vorne, er hat schon ein Grundstück verkauft und vorne wollte er Büroräume, er ist Immobilienmakler, Büroräume sozusagen, zwei Riesenhäuser bauen und da wollte er seine Büroräume machen. Okay, hab ich gesagt, cool, okay. Ich überleg's mir. Zwei Wochen später hatten wir wieder ein Treffen wegen Bergmanns Glück, weil er hat uns ja Bergmanns Glück auch verkauft, in Rüdersdorf. Da haben wir über so ein Steuermodell geredet, über... Da ist unser Steuerberater dazu gekommen und der hatte irgendein Steuermodell, wo wir die Grunderwerbsteuer sparen können. Okay, viele, die es verstehen, was mit Grunderwerbsteuer ist, Grunderwerbsteuer sind 6%. 6% von ein paar Millionen macht auch was aus. Hat er gesagt, ja, wenn der Vorbesitzer drinne bleibt, dann bleibt die GmbH. Wir kommen als Gesellschaft rein und sparen uns das. Gesagt, getan, nichts passiert. Alles verarscht, hat uns hingezogen. Bis zum geht nicht mehr. Bushido hat Riesenfass aufgemacht. Ja, der hat uns um 150.000 Euro erleichtert, bla bla bla. Bin zu ihm hingegangen, sag mal, stimmt das? Nein, ich habe es versucht. Bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende des Tages erfahre ich, dass Bushido hintenrum 90.000 von denen schwarz bekommen hat. Niemals. Das hat in deiner Aussage gefehlt, Bushido. Wollte ich nur sagen. Die du kassiert hast, was ich jetzt erfahren habe. Also nicht jetzt, aber ich habe es erfahren. Dass du hintenrum 90.000 kassiert hast. Und beschwerst dich, du sagst bei der Polizei, dass ich mit den Steuerberatern Kuschelmuschel hatte mit diesen 150.000. Guck mal, ich will dir eins sagen, bei Allah geht nichts verloren. Das ist meine Sicherung, das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. Da saßen wir wieder da und da meinte der Herr, sagt, ey, euer Steuerberater erzählt Scheiße. Da meinte ich, hör mal zu, wenn du Scheiße erzählst, bezahlst du das Geld wieder zurück. Er so, ja klar. Jetzt fragt ihr euch, warum bin ich nicht hingegangen? Wollte ich das Geld nicht. Nacken, dann kannst du nicht in der Tasche fassen, oder? Der hatte kein Geld mehr. Und dann hatte Bushido ein Strafverfahren wegen der Türkei. Dazu komme ich auch noch. Falsche Rechnungen geschrieben, um Steuerhinterziehung zu machen. Dann sagte uns sein Anwalt, sein Steuerrechtler, nicht meiner, seiner. Geht nicht gegen ihn vor, nicht, dass der dann irgendwo eine Scheiße erzählt über euch oder besser gesagt über Bushido und dann ist er dran. Da meinte ich, aber ich habe kein Problem, ich habe ein reines Gewissen, ich kann gegen ihn vorgehen. Er ist bestimmt versichert und wir kriegen unser Geld. Nein, okay, an Anraten des Anwaltes und dann auf einmal Bushido. Nein, lass uns nicht. Ich weiß, warum du jetzt nicht gegen ihn vorgegangen bist. Weil du die 90.000 in deiner Tasche gepackt hast. Sagt der, wie sagst du immer? Trinkgeld, wa? Trinkgeld. Dann haben wir uns in der Hundekehle getroffen. Wie gesagt, Humbug, Steuerberater erzählt Scheiße, bla bla bla. Komm, ad acta gelegt, geht weiter. Dann meinte er zu mir, zu den Herren gesagt, kann ich mir nochmal das Haus angucken? Weil ich habe überlegt und hatte so eine Vorstellung. Damals war ich war mit meinem Auto da, also habe Bushido damals abgeholt. Dann will ich mir, weißt du was, ich komme mit. So, okay, fahren rein. Standen hier. Meinte, ja, der hat mir das Haus gezeigt. So. Bushido so, wow. Sag mal, kannst du dir, bei Allah, kannst du dir vorstellen, dass ich das Haus
Gleich, also wirklich, es hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Weil er hat gesehen, bomb, geiles Grundstück, wirklich, riesengroß, muss viel gearbeitet werden, aber egal. Kannst du dir vorstellen, bla bla bla? So, ja klar, klar kann ich mir vorstellen. Also wenn nicht mit dir, mit wem sonst, so, weißt du? Der ist ein Bruder, mein Geschäftspartner, alles drum und dran. Warum soll ich denn nicht mit ihm auf ein Grundstück leben? Verstehst du dich von selber. Was ist denn nun? Würdest du auch alles verkaufen? Er meint, nein, ich will da in der Mitte leben und vorne will ich meine Büroräume. Mann, gib dir einen Ruck, bla bla bla. Da habe ich ihn überredet, habe ich Brigitte gesagt, okay, du kannst dieses mittlere Stück nehmen und vorne ein Baugrundstück. Ja, ach, viel zu groß, brauche ich nicht, bla bla bla. Alles klar. Gesagt, getan, gekauft. Weil er erzählt ja, ich hätte ihn ja in die Mitte gepackt, ich hätte mir das hintere Grundstück genommen und mein Bruder hätte ich vorne gepackt. Erstmal 2012 war vorne, war alles nur in Planung. Also ich verstehe nicht, wie du darauf kommst. Ich verstehe auch nicht, wie du darauf kommst, dass ich dich in die Mitte gepackt habe. Du hast mich darum gebeten, in die Mitte zu gehen. Von dir war nicht mal die Rede, dass du da einziehst. Okay. Dass du wirklich mit deiner Frau rumlügst und erzählst, wir wohnen in der Mitte gepackt, wir konnten nicht, mit einer 700 Quadratmeter Villa. Und warte kurz, Haram, Arafat hat uns gezwungen, da zu leben, mit über 3000 Quadratmeter Rasen. Das ist Zwang. Mashallah, Alek. Hab dich in der Mitte, dass ich dich beobachte und mein Bruder beobachte, wa? Das Haus von meinem Bruder habe ich gebaut, nicht für meinen Bruder, ich habe es für meine Eltern gebaut. Ahmadallah, Alek. Das weißt du genau. Und ich habe dich gefragt, welches Grundstück willst du vorne haben? Er meint, bitte Arafat, lass mir vorne frei. Nimm du das Rechte, dann habe ich vorne Sicht. Ich so, ey, kein Problem. Habe ich für meine Eltern rechts ein Haus gebaut. Mein Vater hat sich immer gewünscht, da drinnen zu wohnen, aber er hat es leider nicht geschafft. Rahmatullah Ali ist 2016 gestorben und Ende 2016, glaube ich, ist das Haus fertig geworden. Also jetzt überlegen. 2012 haben wir gekauft. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das Haus zu bauen. Ein Jahr. Und dann erzählst du, ich habe dich in der Mitte. Vorne war niemand. Niemand war vorne. Es war nicht mal die Idee zu bauen. Die Idee ist dann irgendwann entstanden. Okay? Die ganzen Komplikationen in Kleinmachnow erzähle ich irgendwas anderes, weil ich bin bei Rüdersdorf. Weil Kleinmachnow ist eine längere Geschichte. Zwangsversteigerung, Betrügereien, was der alles gemacht hat. Aber das ist was anderes. Also hat er uns, dann war ich so gut wie fertig und er musste mit seinem Haus, kam er nicht voran. Hat mir auch seine Frau geschrieben, bitte kannst du Bushido nicht noch mehr unter die Arme greifen. Wir kommen hier nicht weiter. Ich habe ihn die ganze Zeit schon unter die Arme gegriffen, weil ich habe hier schon gewohnt, er nicht. Und habe mich über den ganzen Scheiß hier drum gekümmert. Irgendwann haben wir gebaut, gemacht, getan und gepflastert, den unterirdischen Gang gebaut, seinen Pool, wo er erzählt, ich hätte ihn, er wollte ihn nicht. Stellt euch mal vor, er erzählt vor Gericht, er wollte keinen Pool. Ich habe ihn gezwungen, einen Pool zu bauen. Überlegt nur, was er für Scheiße labert. Ich hätte ihn gezwungen, einen Pool zu bauen. Danach geht's noch. Was interessiert mich, ob du einen Pool hast oder nicht? Das ist deine Sache. Das ist dein Problem, ob du einen Pool baust oder nicht, dass du so frech bist, erzählst, ja, dass ich dich gezwungen habe, einen Pool zu bauen. Ich habe dich auch gezwungen, dahin zu wohnen. Ich habe dich auch gezwungen, in der Mitte zu tun. Ich habe dich auch vielleicht gezwungen, zu atmen und zu gucken. Dann hat er mir diesen Herrn geholt, der hier eine Firma um die Ecke... Ah, ich weiß nicht, Digga. So wie Arafat redet, so, ja, ich habe dich angeblich zu das und zu das gezwungen, ich weiß nicht. Das ist für mich nicht so 100% glaubwürdig, Digga. Soll ich jetzt da in dem Fall Bushido glauben? Soll ich ihn glauben? Das ist sehr, sehr schwierig. Und hat gesagt, hey, der will mir jetzt helfen, weil seine Frau auf einmal Druck gemacht hat. Ist okay, was soll ich jetzt machen? Ja, nur, dass du Bescheid weißt. Alles klar, so habe ich ihn auch kennengelernt. Und der hat, was Gemeinschaft ist, was seins und meins ist, hat er uns auch viel arbeiten gemacht. Irgendwann sagte ich Bushido, sag mal, was ist mit Kohle? Ja, mache ich, geht gerade nicht, geht schlecht, geht dies, geht das. Ist in 17, ging in 18 rein. Das ist auch eine andere Geschichte, aber ich sag's nur. Da haben wir uns entschieden, das Geld von Bergmanns Glück zu nehmen. Da lagen noch 180.000 steuerfrei. Weil mein Bruder gesagt hat, ey, nimm doch das Geld, was steuerfrei ist. Ihr könnt doch darüber verfügen, das war im Büro. Da war auch die Sekretärin dabei. Hat Bushido gesagt, ja, cool. Dann machen wir so, okay, dann haben wir schon mal 180.000. Da sind noch viele Kosten offen, aber machen wir peu à peu. Und Bushido wusste immer, was in Kleinmachnow abläuft. Weil wir eine Steuerberaterin haben. Ja? Wir hatten auch am 1.12. einen Termin da, 2017. Und wir haben alles besprochen. Alles. Entbinde sie, frag sie und wir werden sehen. Aber du willst sie ja nicht entbinden, weil du so ein ehrlicher Typ bist. Also auf Heller und Pfennig wusste er, was auf dem Konto ist. Hat immer so getan, ach da liegt Geld, ja, okay. Er wusste, dass, wie viel Geld da liegt. Irgendwann hat mein Bruder das Geld abgehoben. Eine Woche später, so alibimäßig, fragt danach, wie viel Geld liegt noch auf dem Konto? Also ihr müsst euch vorstellen, eine Woche später, also ab dem Tag, wo wir zerstritten waren, ja, eine Woche später, fragt er, wie viel Geld auf dem Konto ist. Weil abgemacht worden wurde, das Geld hier abzuheben und zu bezahlen. Und so ist es auch passiert. Dann hat er mich angezeigt und mein Bruder Rommel angezeigt, weil mein Bruder Rommel hat das Geld abgehoben, mir gegeben und ich habe den Herrn bezahlt. Hat er mich angezeigt, dass ich mich bedient hätte ohne sein Wissen. Also ich hätte das Geld geklaut.
Ohne Worte. Dann hat er mein Bruder. Dieses ohne Worte. Ich sag euch ehrlich. Wallah, ich weiß nicht. Das ist mir ein bisschen zu. Das kam mir jetzt ein bisschen zu unglaubwürdig rüber. Ich versuche auf gar keiner Partei zu sein. Und ich sage euch ehrlich, ich bin auf gar keiner Seite. Ich bin weder Team Bushido, weder Team Arafat. Ich versuche das hier so neutral wie möglich zu betrachten. Und dieses, ja, also, unglaublich so, ich weiß nicht, das ist so, hat er wirklich das Geld rausgenommen? Oder dass es Bushido wusste? Oder wusste Bushido es und wollte ihn einfach nur anzeigen und wollte Stress, Beef, keine Ahnung. Wie gesagt, was die wirkliche Wahrheit ist, können wir nicht wissen. Können wir nicht wissen. Wir können einfach nur nach Sympathie bewerten, so wie seine Geschichte erzählt. Das ist schwierig. Rommel vor Gericht gezogen, vom Arbeitsgericht. Da war noch nicht die große Landgericht, das war 18. Ja, vom Arbeitsgericht gezogen. Aber Chetty glaubt auf jeden Fall mehr, Arafat sagt ihr, ja? Da hat mein Bruder genau die Geschichte so erzählt. Ich habe es meinem Bruder gegeben, ich habe es bezahlt, ich habe Rechnungen da gehabt, alles. Alles verleugnet. Also hat er angefangen zu techteln, wie er mich aus der GbR rausschmeißt. Obwohl, ich habe das Geschäft geholt. Profit nach 10 Jahren, 12 bis 15 Millionen Euro wert. Ich, Arafat Abouchak, habe dich beteiligt. Nicht anders. Wo der Streit war, hast du angefangen mit deinen Anwälten zu gucken. Nicht nur mit deinen Anwälten, auch mit der Polizei. Das kann ich leider nicht erzählen, weil es gibt ein Gericht am Ende Mai, Brandenburg an der Havel, weil viele denken so, mit dem Landgericht hat es geendet. Nein, nein, nein. Ich sehe ihn nochmal unter Frankfurt-Oder, weil er behauptet hatte, ich hätte ihn betrogen oder falsche Rechnungen gemacht. Ich habe noch ein Gericht in Potsdam mit ihm. Ich habe das Musikrechte-Gericht habe ich noch mit ihm und Rüdersdorf. Und bei Allah, ich habe nie auf seinen Teil geguckt. Ich habe noch nie in meinem Leben auf seinen Teil geguckt. Also hat er mich irgendwann, hat er Sari, weil Sari Hassan ist ein Mensch, der für Bushido alles tut. Alles. Blind. Irgendwann kam eine Situation, da lief Mohammed Nasrallah in Potsdamer Straße. Sari Hassan hat da ein Handyladen, ging rein und angeblich hat ihm Mohammed Nasrallah gesagt, warum mischst du dich in Sachen ein? Weil ich kenne Sari Hassan sehr gut, aber er hängt die ganze Zeit mit Bushido. War mir ja egal, obwohl ich Streit mit ihm hatte. Und warum mischst du dich nicht ein? Nicht, dass es zwischen denen, es wird zwischen denen krachen. Ja, er meint das nicht verbal krachen, gerichtlich krachen. Sei du doch nicht in der Mitte. Sari Hassan ist dann irgendwann nach Feierabend zu ihm nach Hause gegangen. Es kam alles vor Gericht. Sari Hassan hat es auch ausgesagt. Und also ich war bei ihm und hat er nur so nebenbei erzählt, ich war heute im Laden, da kam Mohammed Nasrallah und hat mir erzählt, ich soll mich nicht einmischen. Sari Hassan hat das ganz cool genommen. Wir hatten noch gequatscht getan. Nächsten Tag ist Bushido zur Polizei gerannt. Hätte erzählt, Sari Hassan hat nie erzählt, misch dich nicht ein. Du und also Bushido, Sari Hassan und seine Frau werden was sehen, was ihnen nicht gefällt. Aber diese Worte sind nie gefallen, weil sie haben ja getiftelt und gemacht und getan, um mich ja aus der GbR rauszuschmeißen. Seine Frau war Zeugin, dass sie es gehört hat. Sari Hassan hat beim Gericht ausgesagt, dass seine Frau gar nicht da war. Wieder so eine Fake-Zeugin übrigens. Das machst du sehr gut. Ihr seid Dreamteam, Bonnie und Clyde. Dann kam irgendwann die Aussage. Da sage ich euch jetzt so, wie es ist, ne? Da wüsste ich auch nicht. Ist das einfach so eine abgewichste Sache von Bushido? Dass er einfach seine Frau als Fake-Zeugin nimmt und da irgendeine Sache labert? Oder, was ich mir vorstellen könnte, weil ist halt so, bei Ausländer, Araber, die werden schnell temperamentvoll, die drohen ein, so Erpressung drohen bei Clans, das ist halt keine Seltenheit. Und dann dieses, okay, ihr wollt so, wartet ab, was mit dir und deiner Familie passieren wird. Das sind so Sätze, die man auf jeden Fall erwarten kann, sag ich dir, so wie es ist, Digga. Und wenn ich jetzt so das Gericht wäre und wenn ich mir jetzt so anschaue, da ist ein Mann mit seiner Frau, die sehr seriös rüberkommen. Und dann ist da eine Clan-Familie, die vorbestraft ist, angezeigt, kriminelle Machenschaften, bla bla. Und da soll ein Satz gefallen sein mit, warte, was ich mit deiner Familie mache. Also sagt ihr ehrlich, ich glaube schon, dass das Gericht auf jeden Fall eher auf Bushidos und seiner Frau Seite ist. Aber wie gesagt, es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig. Okay. Er musste zur Aussage gehen. Ich habe irgendwann natürlich die Papiere bekommen, was er ausgesagt hat. Er hat nichts bestätigt, was Bushido gesagt hat. Nicht, weil er Angst hat. Nein, weil er ehrlich war. Weil eigentlich hat Bushido von ihm erwartet, dass er für ihn lügt. Und Sari Hassan hat ihm auch gesagt, ich werde nicht für dich lügen. Dann hat er ihm gesagt, aber für einen Freund kannst du es machen. Das hat mir Sari Hassan selber gesagt. Er meint, ich werde für niemanden lügen. Also er hätte auch locker für ihn lügen können. Aber er hat es nicht getan. Seit dem Tag hat Bushido ihm seine Freundschaft gekündigt. Absolut null. Obwohl er Ibi besittet hat für ihn. Obwohl er würde ihm sogar seinen Arsch lecken. So ein Fan war der Typ. Verrückt nach ihm. Deswegen ist Bushido davon
100% ausgegangen, dass er für ihn aussagt. Bei der Polizei war es nicht so. Er kam als Zeuge, hat genau das Gegenteil benutzt. Das hat er auch im Ausschluss angegeben, dass er mich ausschließt. Weil Sari Hassan, ihr müsst euch vorstellen, im Zivilprozess ist es so, wenn ihr nur der Meinung seid, ihr seid in einer Bedrohungslage, deswegen, ich will euch nur erklären, warum das Bushido alles aufgebauschelt hat und Anzeige gemacht hat, ausgesagt hat. Ja? Wenn ihr der Meinung seid, er könnte Gefahr sein, könnt ihr mich ausschließen. Aber wenn du, Bushido, keinen Bock hast drauf, mit mir in irgendeine Gesellschaft, was ich gut verstehen kann, warum gehst du aber nicht? Oder warum, was? Lass uns doch verwerten, jeder nimmt seinen Anteil. Entweder 50% der Wohnung nimmst du oder ich. Oder wir verkaufen dich und das war's. Nein, du willst wieder betrügen, weil du bist ein Künstler des Betrugs. Du willst wieder betrügen. Also was hat er gemacht? Hat mich ausgeschlossen. Ist zur Steuerberatung gegangen, die hat dann eine Ausschlussbilanz, also ab dem Tag, was ist, und wollte mir, jetzt haltet euch fest, 12 bis 15 Millionen, wollte mir 125.000 Euro geben. Dann wäre ich raus aus der Firma. Was? Im Großen und Ganzen möchte ich irgendwie dennoch Arafat glauben und habe das Gefühl, dass Bushido wirklich hier der Abgewichste ist. Wir denken immer Arafat. Ist der, der ihn unterdrückt hat, der Betrüger, der immer Bushidos Geld wollte. Aber was ist, wenn es wirklich so ist, dass Bushido hier einfach dieses falsche Spiel gespielt hat, diese Gier hatte, gierig nach dem Geld war und... Boah, schwierig. Ob er nicht Ballerballer ist. Waren wir in Frankfurt oder? Frankfurt oder hat dann entschieden, ich bin raus, normal. Er kommt mit Bodyguards, er hat Angst. SEK war da, alles. Ich war ganz alleine da. Das ist diese eine Szene, wo ich gesagt habe, ihr seid meine Fans bei Spiegel TV. Das war an dem Tag. Ich gucke meinen Anwalt und sage, geht's dir noch ganz gut? Stell dir mal vor, ich wäre ausgeschieden. Das Ding ist richtig wertvoll. Aber Frankfurt oder hat nicht entschieden oder kontrolliert, dass die 125.000 okay oder nicht okay ist. Also bin ich in Berufung gegangen. Eine Berufung wurde stattgegeben. Und vergiss nicht, es kostet alles ein Schweinegeld. Anwaltskosten, Gerichtskosten. Kostet ein Schweinegeld. Jetzt sind wir in Brandenburg an der Havel. Ich verstehe den ganzen Film nicht, warum man mich von auf Teufel komm raus rausschmeißen will. Dann waren wir fast einer Einigung. Habe ich gesagt, weißt du was? Ich habe keinen Nerv mehr. Absolut keinen Nerv. Habe ich gesagt, weißt du was? Scheiß drauf. Komm, haben sie einen Gutachter geholt, haben sie begutachtet. Dann hat das Gericht gesagt, okay, ich glaube mit 1,4 oder 1,7 Millionen. Dann habe ich, weißt du was? Ich habe keinen Nerv mehr. Scheiß drauf, soll er glücklich damit werden? Er wird sowieso nicht glücklich. Geld macht nicht glücklich. Geld befriedigt, aber macht nicht glücklich. Dann hat er den letzten Tag einen Einspruch wieder eingelegt. Gefällt ihm doch nicht und er möchte nochmal ein Gutachten haben. Er will nicht so viel zahlen, obwohl er so voll auf große Fresse ist. Ja, ich bin einverstanden. Das Geld kriegt er sowieso nicht, das Geld kriegt das Finanzamt. Weil er hat ja Steuerschulden. Bushido, meine Steuerschulden kommen von dir, weil du zur Steuerverordnung gegangen bist und Finanzamt gegangen bist und hast gesagt, ich hätte Schwarzgelder genommen. Ich hätte die ganzen Gig-Auftritte genommen. Ich hätte die ganzen Konzerte aufgenommen. Ja? Du denkst, ich bin auf den Kopf gefallen. Ich habe noch so viele Chats. Mal gucken, ob ich sie genommen habe, wie du bei der Polizei lügst. Und deswegen habe ich Steuerschulden. Okay? Weil du und Ganji auf einmal gesagt hättest, ihr müsst euch vorstellen, 10 Jahre Auftritte. Er hat kein Geld verdient. Alles habe ich mir in die Tasche gelegt. Ja, wer will das glauben? Arafat hat vielleicht seine paar Prozent bekommen. Weil wenn du, sag ich mal, ein Manager bist, in der Regel ist es so, wenn ein YouTuber einen Manager hat, dann verdient dieser Manager in der Regel bei allem mit. Zum Beispiel 25%, sagen wir jetzt. Ja? In der Regel gibt es 25%. 25% von allen Einnahmen von Kooperationen, 25% von deinen YouTube-Einnahmen, 25%, wenn du irgendwas anderes hast. Dein Manager verdient immer mit, weil er macht alles für dich. Und Arafat war ja sowas wie ein Manager und alles für Bushido. Das heißt, er könnte auch rein theoretisch, wenn die, sagen wir mal, 20 Mille für einen Auftritt bekommen haben, Black, könnte er zum Beispiel rein theoretisch 5 Mille genommen haben. So. Aber das heißt, wenn Bushido sagt, über 10 Jahre hat Arafat jeden Clubauftritt von mir genommen. Also ich denke mal, dass spätestens nach 3 Clubauftritten Bushido selber gesagt hätte, hör mal, ich gehe doch nicht einen Clubauftritt machen und gut, das Ganze geht dir. Das ist ja so, wer glaubt denn sowas? Ich sage euch, wer das glaubt. Die Polizei glaubt das selber nicht, aber weil sie mich vögeln wollen, glauben sie ihn. Und dadurch kommen meine Steuerschulden. Ich hatte nicht einen Cent Schulden. Nix. Und ist ja klar, dass Bushido nicht sagen kann, ich habe das Geld bekommen, weil dann würde er ja zugeben, dass er Schwarzgeld bekommen hat und dann somit Steuerhinterziehung begangen hat.
Du hast versucht, mich im wahrsten Sinne des Wortes zu vernichten. Nicht oft nur auf der Polizeiebene mit den Gelogen, dass ich geschlagen, eingesperrt habe, eine halbe Flasche Wasser geschlagen habe. Du. Naja, wir haben auf jeden Fall eine Memo gehört. Wer hat die veröffentlicht? Ich glaube Bushido. Da hat der Arafat den richtig beleidigt. Du bist ein Hund. Du bist mein Hund. Du sagst das, was ich tue und du hörst auf uns, du gehorchst. Es war ein richtig ekelhaftes Video, eine Memo, was auch immer. Daran erinnere ich mich. Und weil ich diese Memo gehört habe, wie Arafat absolut ekelhaft mit Bushido umgegangen ist. Er hat ihn so richtig mit diesen Sätzen, man hat gemerkt, Bushido hatte Angst. Arafat hat ihn in diesem Moment unterdrückt, beleidigt als Hund und so weiter. Und das war halt auf so einer Ebene. Da habe ich für mich gedacht, okay, Arafat ist jemand, der ihn unterdrückt hat, der das Geld eingesteckt hat, ne? Ja, aber warum ist da in dem Moment so, dass du entstanden ist, kein Plan und ne, so halt. Du wolltest mich auf jeder Basis, egal was es kostet, du. Nee, kein Plan, also die Memo hatte ich nicht, das war ja öffentlich, das habe ich. Also das war auf jeden Fall genau so, aber wer das hochgeladen hatte, das war auf jeden Fall Bushido. Das findet man locker im Internet. Du und deine Frau. Deine Frau aus Habgier, weil sie jetzt meine Anteile kriegt, ja. Und du, weil sonst dein Plan nicht aufgeht. Die Steuerschulden habe ich wegen dir, nicht wegen niemand anders. Bei Allah, wegen dir. Und weißt du was? Wenn du einverstanden bist, Bushido, deine Zeugenaussagen, die du getätigt hast, ja, preiszugeben, weil das ist strafbar, deswegen darf ich es nicht. Ich gebe sie hier frei. Und dann werde ich sehen, warum ich Steuerschulden habe. Du hast dich mit dem Füllgraf unter einer Decke reingetan, ja, und habt getüftelt, wie ihr mich vernichtet. Du wolltest, dass ich über 10 Jahre in den Knast gehe, okay? Über 10 Jahre mit meinen Brüdern. Du wolltest, hat das nicht geklappt? Steuerschulden, egal wo ich dann Geld kriege, dass mir mein Geld weggenommen wird. Das hast du gemacht. Deswegen wurden meine Konten eingefroren. Ja? Auf einmal, von heute auf morgen, habe ich über 2 Millionen Steuerschulden. Weil du so eine Aussage tätigst, weil du deine Frau geschickt hast ins Büro und die ganzen Papiere geklaut hat, auch meine Papiere. Ja? Das hast du alles vergessen. Oder? Weil du dann gesagt hast, Arafat hat das Geld genommen. Arafat hat das Geld genommen. Arafat hat dies genommen. Arafat das genommen. Alles hat Arafat genommen. Da frage ich mich, warum bist du nur auf Tour gegangen? Aber wie hast du es eigentlich... Genau das, was ich eben gesagt habe. Nach spätestens 2, 3 Auftritten müsstest du ja dann von dir aus sagen, Alter, ich mache das nicht mehr mit. Ich will jetzt auch Geld verdienen. Du kannst doch nicht sagen, dass du 10 Jahre das alles umsonst mitgemacht hast. Also so, das, so muss ja auch das Gericht denken, Digga. Man kann ja nicht so doof sein. Habe ich gemacht von 2004 bis 2007. Wie hast du es da gemacht? Arafat war nicht da auf Tour. Anscheinend habe ich dir da gar nichts weggenommen, wa? Wie hast du es gemacht? Wer hat dir denn dein Geld weggenommen? Ich weiß, wie du es gemacht hast. Weil du hast mich betrogen da. Hast eine Rechnung geschrieben, und das weiß ich aus erster Quelle, ja? Hast eine ganze Rechnung, nichts über erst guter Junge oder über dich, dass man das nicht sieht, über eine ganz andere Firma, und hast dir da dein Geld genommen. Wenn ich ja so der Schwarzgeldmacher war und alles Schwarzgeld genommen habe, was hast du 2004 bis 2007? Wie hieß es, wie Dibu gesagt hat? Dein Kofferraum war voller Schwarzgeld. Merchandising. Hast du genommen. Alles hast du genommen. Alles hast du genommen. Willst du mir das in die Schuhe schieben? Du, ihr denkt, der ist dumm, wa? Er hat mit Dummheit nichts zu tun. Was Geld angeht, ist er ein Genie. Es sah immer so aus, wir haben immer... Ja, das merkt man bei Bushido, Digga. Der ist abgewichst. Gag gemacht, 50% für... Das war immer nur Spaß, wir waren es lustig. Aber dieses Lustige hat er zuletzt ausgenutzt. Jetzt stehen wir vor der Wende, stehen vor der GbR Bergmanns Glück. Und da willst du mich wieder beklauen. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich will mich nicht mit ihnen einigen. Das ist mein Recht. Ich will einfach nur mein Recht. Ich kann nicht verstehen, wie er mich rausschmeißt. Ich wurde freigesprochen. Alles, was gesagt wurde, ist nicht mein Problem. Du wurdest nie von mir bedroht. Noch nie. Wenn du so eine Angst vor mir hattest, warum hast du nicht erzählt? Bushido, wir haben uns das letzte Mal gesehen am 21.03.2018. Das letzte Mal, da bist du zu mir nach Hause gekommen. Wenn du so eine Angst hast, mit einem Aufhebungsvertrag, okay, du zu mir. Warum erzählst du nicht eigentlich, dass wir uns, wenn du so eine Angst hattest, danach hast du mich nicht mehr gesehen. Haben wir uns beim Jay-Z-Konzert gesehen. Da warst du mit Kapi. Wir waren VIP und ich bin so in die Lobby gegangen. Da waren noch Zeugen bei. Nur falls du lügen willst. Da kam er mit Kapi hoch. Er sieht mich. So, ey, Bruder. Was? Du nennst mich was? Bruder? Du bist nicht mein Bruder. Du warst mal mein Bruder. Aber du hast mit meinem Bruder nichts zu tun. Er guckt mich so an. Ich gucke ihn so an. Und bin einfach straight weg. Da kannst du Kapital brava. Und andere Leute. Wenn du ja so eine Angst hast, wo du mich gesehen hast, warum nennst du mich Bruder? Dann hast du mich August aus Harislam getroffen. Du hast mich getroffen. Warum erzählst du nichts davon? Nichts von der Aussage. Würde nicht zu deinem Film passen. Warum erzähle ich Rüdersdorf? Weil er wieder versucht,
mich zu betrügen. Du bist ein Betrüger offiziell. Und dein letzter Podcast mit Marvin California, Marvin, du hast dich schon mal mit ihm geschrieben. Leck in seinen Arsch von vorn bis hin ist nicht mein Problem. Ist nur eine Frage der Zeit, bis du erstreitet und dann fängst du wieder. Du denkst, weil du jetzt mit ihm auf Tour gegangen bist, hast ein bisschen Hype, krieg ich ihn weiter in den Arsch. Kein Problem. Erzählst du, Bushido, ich war auf dein Konzert? Schämst du dich nicht? Willst du auf cool tun? Das ist ja wirklich, meine ich jetzt ernst. Oder ich bin wie so eine besessene Ex. Also wenn jemand besessen ist, dann bist du das. Weil all dein Film von Anfang 18 bis jetzt handelt dann im Lumisch. Nur mich, egal wo. Arvat hier, Arvat da. Doku. Podcast Arvat. Immer. Stern TV. Und. Und ich bin eine besessene Ex. Dann sagst du, ich habe einen Freispruch bekommen. Ich soll mich zufriedenstellen? Alter, wer hat mich denn hingebracht? Bin ich alleine hingegangen? Sag mal, ich weiß nicht, hast du jegliche Realität verloren? Nein. Du versuchst wieder abzulenken. Wie immer. Wie deine Chart heute 87 hat mir einer geschickt. Wallah, interessiert mich nicht. Warum redest du nicht drüber? Aber redest du über Capital Bra? 37, oh wirklich? Du bist nur so, du ergötzt dich an andere, ja? Und das war mein Fehler, dass ich das immer erlaubt habe die ganzen Jahre. Und jetzt versuchst du, willst keine Einigung, warum? Weil das Gesetz sagt, weil ich ja so denken darf, dass ich, vielleicht kann er mir was antun. Und wir haben leider einen Vorsitzenden, bei allem Respekt, der nicht so in der Materie ist. Und du benutzt deinen Vorteil, weil ich Arafat Abou-Chaker bin und du der Versicherungsbetrüger oder Betrüger bist. Ich war immer ehrlich zu dir. Da kannst du den Podcast hoch und runter machen. Dass du dann behauptest, wir hätten dich um 180.000 Euro erleichtert. Du hast mir den Typen geholt. Ich kannte ihn nicht. Dann tust du so, ob du ihn nicht kennst. Dann bezahle ich dir deine Kosten, wo dein Konto gefändet wurde. Ich habe Geld abgeholt. Wallah. Ich bin mit ihm, mein Bruder Rommel, zur Volksbank, Budapester Straße gegangen, habe 150.000 Euro abgeholt, weil sein Konto gesperrt war. Ich habe alle seine Kosten bezahlt. Ich habe jegliche Überweisung und sind im gleichen Atemzug mit ihm, mit Bushido selber. Jetzt hört euch das an. Zu seiner Bank gegangen. Es war in der Bundesallee, in der Sparkasse. Da kam sein Banker, hat das Geld entgegengenommen und hat es einbezahlt. 142.000, 8.000 hat er für sich behalten, weil er kein Geld hatte. Okay? Weil das Finanzamt von ihm 1,1 Millionen Euro verlangt hat. Da erzählst du vor Gericht, das stimmt nicht. Krass. Wallah, krass. Das ist krass. Nur, aber Großkotz, ich bin Millionär, ich bin dies, ich bin das. Du planst alles. Sobald du was kaufst, betrügst du im Hintergrund. Du sagst hier, ich habe keine Verluste. Ich kaufe das für 100.000, da hole ich es mir wieder. Du betrügst. Und wenn du dann sagst, ich hätte keine Freunde, nenn mir einen von der Vergangenheit, wer noch mit dir abhängt. Digga, Arafat, ne? Das ist geisteskrank. Ey, Bruder, wie viel der Typ auspackt. Mit wem der schon alles zu tun hatte. Dem Geld geliehen, dem geholfen, das gemacht, hier und da. Heftig. Also ich muss sagen, mittlerweile heftig seine Seite zu hören. Ehrlich. Das tut eigentlich auch mal so gut, seine Seite zu hören. Nenn mir einen, mit dem du noch gut bist. Einen. Ich bin mit alle gut. Nenn du mir einen. Und jetzt betrügst du mich wegen Rüdersdorf? Ich heule nicht. Ich will nur zeigen, was für ein Betrüger du bist. Nicht mehr und nicht weniger. Willst du mich wirklich, willst du mir von knapp 15 Millionen Euro, nimm 5 Millionen gehen sowieso von an die Bank? Willst du mir 125.000 Euro geben? Rüdersdorf. Das war Rüdersdorf. Und mein Bruder hast du mit eingeritten. Mein Bruder Rommel, der für dich alles getan hat. Du hättest nicht mal einen Führerschein ohne meinen Bruder Rommel. Macht's Klick, Bushido? Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Weil mein Bruder Rommel so böse war. Bushido konnte kein Auto fahren. Er hat sich nicht in die Prüfung getraut. Also was hat mein Bruder Rommel gemacht? Er kam zu meinem Bruder Rommel und sagte, wir sehen uns doch ziemlich ähnlich aus. Also ja. Jetzt ja nicht Straftat zuzugeben? Ich weiß ja nicht. Los. Meinst du, kannst du in die Prüfung für mich gehen? Mein Bruder Rommel hat dir deinen Führerschein gemacht. Mein Bruder Rommel, da kannst du mal sehen, wie wir dich wahrgenommen haben. Heftig, Digga. Was du für uns warst. Du konntest kein Auto fahren. Mein Bruder Rommel ist in die Prüfung für dich gegangen. Dann ich stell mal vor, der Fahrprüfer, der hinten sitzt, der kennt Bushido so, der so, oh, Anis Fechichi, ja, Mann. Alles Gute, Junge, dies, das. Und der denkt sich so, boah, geiler Mr. Bordstein. Ja, und dann guckt er so, Bushido? Hallo, wer sind Sie denn? Dann saß mein Bruder da und man ruft ihn, Herr Fechichi. Mein Bruder Rommel, okay. Sag rechts, Fischi. Weil mein Bruder Roman heißt ja nicht Fischi. Er ist Abou-Chaker. Er hat es fast nicht gerafft. Ist reingegangen, ja, kam raus.
und hat dir deinen Führerschein gegeben. Den hast du gar nicht gemacht. Und wir sind so schlimm, egal mit wem du dich geschritten hast, egal mit wem, wie mein Bruder Jasser schon sagte, wir standen vor dir. Narrenfreiheit. Narrenfreiheit. War vielleicht auch falsch von uns. Wir haben vielleicht ein bisschen übertrieben. Unsere Rolle für zu ernst genommen, weil wir dachten, wir Gangster. Deine ganzen Immobilien hast du mir zu verdanken. Egal was. Und da braucht niemand sagen, ja, ohne Bushido. Nein. Ohne Bushido, ohne mich wäre Bushido auch nichts. Sage ich dir ganz ehrlich. Weil Alhamdulillah, mir ging es vorher gut. Ich bin gute Autos gefahren, alles. Ich hatte keine Probleme. Aber diese Legacy und diesen Ruf und diesen Geschäftssinn, der kam nicht von dir. Und da kannst du auch sagen, ja, aber jetzt fühle ich dir heilen. Normal. Sei dir gegönnt sogar. Aber du bist ein Betrüger. Und jetzt betrügst du mich, versuchst du mich schon wieder zu betrügen. Rüdersdorf, wie du es auch in Kleinmachnow versucht hast. Aber das Thema ist ein anderes Thema. Ich sag euch, warum ich jetzt Rüdersdorf erzähle. Weil Rüdersdorf ist kurz, weil viele sagen so, ja, aber du hast doch gewonnen und ich bin nur, ach so, ich bin ja eine lästige Ex. Ja, wenn ich eine lästige Ex bin, du, jetzt ernsthaft, du bist die lästige Ex. Ohne Arafat Abou-Chaker hätte dich niemand für voll genommen. Absolut niemand. Immer noch. Okay, jetzt mag sein, Bushido und Anna-Maria im Bett, da möchte ich auch nichts damit zu tun haben. Alhamdulillah, deswegen habe ich dir auch gesagt, an den Tag, ab dem Ding, wo ich das gesehen habe, Salam alaikum, ich bin raus. Du bist die lästige Ex. Weil wenn du hast, guck mal, weißt du, was krass ist? Du hast schon haushoch verloren. Dann sagst du mir, ich soll glücklich sein, dass ich einen Freispruch, ich soll ein ruhiges Leben. Ja, ich bin einverstanden, ein ruhiges Leben zu haben. Aber warum bin ich denn immer noch vor 3 Zivilprozesse mit dir? Vor einem Strafprozess mit dir, die Steuerfahndung noch kommt dazu. Na, wenn du willst, dass ich ein ruhiges Leben habe, ich würde ja gerne ein ruhiges Leben haben, aber dann lass du mich doch nur. Und wie gesagt, wenn es niemand glaubt, lass uns die Akten aufmachen. Erlaub es. Und du hast auch gesagt, du wirst rechtlich gegen das Buch vorgehen. Also bis jetzt habe ich noch keine Post bekommen. Auch der Buchverleger hat noch nichts bekommen. Weil ich warte darauf, dass was kommt, aber es kommt nichts. Wann kommt denn was? Oder nur für deine Märchenerzählerei hier im Internet, ich werde rechtlich dagegen vorgehen. Geh rechtlich dagegen vor. Ich warte drauf. Und glaub mir, ich zügel schon meine Worte, was ich sage. Weil man darf nicht alles verraten. Wie gesagt, Rüdersdorf findet statt Ende Mai wieder. Wie letzte Mal, wie du reinkamst mit deinen 2 Bodyguards. er wusste, dass Presse kommt. Dann hat er so seinen Tourdaten. Hat er noch nie in sein Leben angezogen. Noch nie. Es war erstmal umgedreht, die Tourdaten. Man konnte sie nicht sehen. Hat er so für die Fotos, dass man das sieht. Werbung. Immer Werbung mitnehmen. Ich sag dir auch ehrlich, ich finde es auch eigentlich erbärmlich und schade, dass es überhaupt so endet. Wie gesagt, es liegt nicht an mir. Aber ganz ehrlich, ich will auch gar nicht mehr irgendwas mit dir klären. Kein Interesse. Die Gerichte laufen, weil du sie laufen lässt. Kein Problem. Ich werde mich immer wehren. Egal, ob ich verliere oder gewinne. Weil wenn ich verliere, hat das nichts mit, weil ich nicht ehrlich bin, weil es mit meiner Person zu tun hat, ja, die du schlecht gemacht hast. Über Jahre lang, wieso die Pest in ihren Köpfen reingehauen hast. Wie dein Erscheinen vor Gericht immer mit der SEK-Schiene. Und dann, wenn ein Gericht so Zivilprozess ist, so, ist er voll, er will so zuvorkommend sein. Wenn jemand eine Akte, steht der auf, legt ihn in seinen Stuhl, dass er vor Gericht so, vor dem Richter so, oh, ist er ein ganz Lieber. Du bist so scheinbar. Möge Allah dir ein langes Leben, ein sehr, sehr langes Leben, ein viel längeres Leben als ich. Möge Allah dir ein richtig langes Leben. Alles scheinheilig. Aber wo das Urteil wegen der Musik kam? Ja, hat sich herausgestellt. Ich hatte recht. Der Vertrag war sittenwidrig. Aber es ist ein anderes Thema. Das Thema wird richtig interessant. Und die Generalvollmacht wird auch richtig interessant. Die Türkei-Sache wird noch interessanter. Steuerschulden, ja. Jetzt wisst ihr, warum ich Steuerschulden habe. Ihr wisst auch, wie lange Steuerschulden in Anführungszeichen. Ich bin dagegen vorgegangen. Es gibt noch ein Gericht, was kommt. Und dann wird entschieden. Und Don Johnson für Arme. Ich habe mich anders entschieden. Ich werde in der Öffentlichkeit nichts gegen dich sagen, weil du bist irrelevant und ich würde dir nur Plattform geben. Also die Steuern, Bushido, die du mir sagst, habe ich dir und Ganji zu verdanken. Niemand anders. Aber Ganji wird ein blaues Wunder erleben. Nicht verbal. Alles offiziell. Ich werde ihn nicht sehen. Du wirst ein blaues Wunder erleben. Und da kannst du auch jetzt wieder zur Polizei rennen und anrufen. Arafat hat mir gedroht. Habe ich auch in der Akte gesehen. Neu. Da hat die Polizei gesagt, nein. Er hat dir nicht gedroht mit Schläge. Er hat dir gedroht, dass er gegen dich auspackt. Offiziell sage ich es nochmal, okay? Und Bushido, ich bin mir sicher, dass die Steuerfahndung nochmal zu dir kommt. Und ich bin mir sicher, dass du ungefähr, wenn es fair abläuft, ganz fair, so 20 Verfahren am Hals kriegst. Deine Frau auch. Du musst dir vorstellen, die Steuerschulden sind so. Irgendwann wurde ein Steuerbescheid erlassen, weil sie dann gesagt haben, nee, wir glauben den Aussagen von Bushido. Und ich bin dagegen vorgegangen. Und jetzt findet irgendwann mal in Cottbus ein Gericht. Sie durften leider schon vollstrecken. Ich weiß auch nicht, was das für ein Gesetz ist. Und wenn ich dann Recht bekomme,
kriege ich das alles wieder. Und das, wie gesagt, nur wegen Bushido, wegen niemand anders. Kontroverses Interview mit Klaas Meyerheuer. Klaas Meyerheuer hat mich, wo ich das Buch rauskam, hat mich angeschrieben und angerufen. Nur zur Information. Ich habe ihn mal gefragt, von wo er meine Nummer hat. Hat er gesagt, von der Polizei, von den Akten. Und ja, er fragt mich des Öfteren, ob ich mit ihm ein Interview mache. Der Betrüger ist 100% guckt zu. Und er tut immer so, hast du das? Na, weiß ich nicht. Er ist der größte Stalker überhaupt. Bei Allah, ganz offiziell, er war schon immer Fan. Aber ihr werdet das mit der Zeit. Ja, wann kommen die ersten Gäste? Ich habe mir gesagt, ich erzähle ein bisschen über die Themen und ich mache es anders, weil ich habe Gäste, die kommen, aber das hat nichts damit zu tun, dass es nicht heißt, ja, du holst ja den und den und ist normal auf deiner Seite. Ich biete hier jeden offiziell an, also nicht jeden, so ein, ich biete die Hater an. Ich mag keine Leute, die auf meiner Seite sind, so Hater, wirklich, die sagen, nee, das bezweifle ich. Und über die Themen, die ich geredet habe, lade ich ihn neben mir ein und er kann mich über die Themen alles ausfragen. Ohne Wenn und Aber. Wenn es da lukrative Leute, die gut intellektuell stark sind und, wie soll ich sagen, von Relevanz und dass die Leute draußen, okay, wenn der das macht, glaube ich das, dann lade ich ihn ein. Kann er mir gerne auf Instagram schreiben oder bei Sprich Klartext. Da ist auch eine Instagram-Seite. Folgt bitte die Seite. Ja, und dann stelle ich mich. Ich stelle mich und hole mir nicht irgendeinen wie Bushido, die alle seine Arschlecker sind. Und ja, stimmt schon. Und null Erfragung Hintergrund. Weißt du, wenn du mir schon mit Marvin California über das Buch redest, warum fragt dich nicht einmal Marvin California, stimmt das mit dem Armband? Hat deine Schwiegermutter betrogen mit deiner Frau? Das würde ich fragen. Verstehst du? Dann würde ich sagen, ey, der ist wow, geil. Egal, der ist mit Bushido, aber der fragt. Stimmt das mit dem Baby Luxury? Stimmt das mit denen? Stimmt das? Nix fragst du. Deswegen nehme ich dich voll. Und ich möchte Leute haben, die mich das fragen. Wirklich alles, was ich gesagt habe, die sollen mich fragen. Sag mal, aber du hast das und das gesagt. Oder weißt du was? Damals hast du das und das gesagt. Und ich spreche dich da an. Komplett auch gegen alles. Verstehst du? Aber nicht so eine, ich hole keine Arschlecker, die keine Fragen stellen. Ganz ehrlich, ein Appell an RTL auch. Wie könnt ihr einen Betrüger so pushen? Wie könnt ihr das? Ich verstehe das nicht. Wie könnt ihr so einem, weil ihr genau so eine Betrüger seid. Betrüger zu Betrüger passen zusammen. Wirklich. Wie könnt ihr sowas, also, verstehe ich nicht. Bushido hat eine Schwester, ja. Das mit diesem Arschlecker-Interview, das hat er aber gut erzählt, ey, ja. Das mache ich selber nicht, das macht gar keinen Sinn, Digga, wenn man voll merkt, dass das ein Fanboy ist oder der voll auf deiner Seite ist, der Schiss hat, irgendwelche Fragen zu stellen, der nur diese Fragen stellt, wo er weiß, okay, die sind nicht so schlimm, die greifen ihn nicht an, Digga. Man braucht immer so einen, der Gegenüber, der einfach knallharte Fragen stellt, so die voll unter die Haut gehen und dies und hast du ihn abgezockt, hast du das gemacht und das und jenes und das, so wie er schon gesagt hat, ne? Also sowas würde ich mir gerne wünschen. Dass ihn einer mal so befragt, weißt du? Arafat, hast du damals das gemacht? Hast du dies gemacht? Stimmt das? Erzähl mal, pack die Wahrheit aus. Liebe Grüße an die Schwester. Ist wirklich eine Liebe, aber die mit ihrem Bruder nichts zu tun hat. Lügen haben kein Fundament. Alhamdulillah. Du hast recht, wir reden von RTL. Der hat sie von vorn bis unten beschimpft und jetzt sind sie gut. Aber normal. Heuchler gehören zu Heuchler. Würdest du ihn ballern, wenn er keinen Polizeischutz hätte? Nein, niemals. Ich würde nie in meinem Leben was antun. Sogar schon wegen seinem Vater und seiner Mutter. Oder wegen seinem Bruder schon. Rahmatullah alayh. Wie machst du den immer sein? Wer ist dich aufnehmen? Auf Schweiz, Schwangerschaftsabtreibung. Was willst du sagen? Ja, ich habe mal mit der Alten damals gequatscht, aber Bullshit. Die Alte ist nur Fame-Geld gewesen. Guck mal, man darf auch nicht lügen, sage ich dir ganz ehrlich. In der Schwangerschaftsabtreibung ist alles Bullshit. Den Fetus wurde entfernt, die wollte einfach nur Fame-Geil und wollte keine Ahnung sein. Stimmt, dass er sich jeden Morgen googelt? Ja, das stimmt, das hat er vor Gericht gesagt. Aber ey, wir wollen doch darüber reden, also... Bleib beim Thema, ich bin selber... Was? Bushido googelt sich jeden Morgen? Hoffentlich kommt die Gerechtigkeit. Wallahi, die Gerechtigkeit kommt. Wieso war Yasser Gefängnis wegen ihm? Ach so, ich habe ja letztens gesagt, weil viele mir geschrieben haben, wenn ich wüsste, dass er Drogen nimmt, würde ich mich von ihnen distanzieren, will nämlich nichts mit ihnen zu tun haben. Ihr könnt doch, ich bitte euch, wenn mein Bruder mal Drogen genommen hat, er ist mein Bruder, mein Fleisch und Blut, dann versuche ich ihn, ich gehe mit ihnen durch dick und dünn, egal was er macht, und versuche ihn zu helfen. Um davon wegzubringen. Aber nochmal, ich wusste nicht, dass K1 Drogen genommen hat. Das wusste ich nicht. Das habe ich erst gewusst, wo er abgehauen ist. Und da
ticke ich ein bisschen anders, weil er weiß ganz genau, wegen meinem Bruder ticke ich da ein bisschen anders. Und ich würde mich nie von meinem Bruder distanzieren. Ich würde ihm helfen. Ich würde ihm sogar meine zweite Niere geben. Ich würde ihm sogar meine Leber geben. Nur zur Information. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei Rüdersdorf gewinnt? Naja, es hat mit Gewinn, entweder man muss dir vorstellen, es kam ein Gutachter und er hat gesagt, hör mal zu der Zeit am 14.09.2018 war das Gebäude, sagen wir mal, 7 Millionen wert. Aber ein Gutachter bewertet anders als auf dem freien Markt. Ich könnte das Gebäude damals schon für 10 oder 12 Millionen verkaufen. Wert ist es jetzt zwischen 12 und 15 Millionen. Also rechnen Sie so, 7 Millionen, 5 Millionen Schulden bleiben 2 Millionen. Du kriegst eine, ich krieg eine. Das ist, wenn ein Gutachter kommt. Das ist wie Kleinmachnow. Kleinmachnow wurde gewertet. Hallo, was sind das für Summen? 12, 15 Millionen, Bruder, Alter. Was haben die da gekauft, Digga? Mit 14,9 Millionen, weil es ein Gutachter gewertet hat. Aber auf dem freien Markt kriegst du 25 Millionen. Verstehst du, was ich meine? Das ist der Unterschied. Wenn ein Gutachter kommt, ein gerichtlicher Gutachter, er wertet alles ein bisschen runter. Auf dem freien Markt, Angebot und Nachfrage, hoch. Das ist der Unterschied. Also, das hat Gewinn, das ist wieder ein Betrug in meinen Augen. Okay, ist ein Betrug. Ein Betrug in dem Sinne, er holt extra einen Gutachter. Er wollte mir erstmal 125.000 machen. Das ist wegen der Auseinandersetzungsbilanz, ja, die erlogene, stunken ist. Ja. Aber dann kam ein Gutachter, hat gesagt, dann ziehen sie die Kosten ab, wer was genommen hat, wer was nicht genommen hat. Und dann wird es geteilt. Dann sagt er mir auch, das Geld, was ich ihnen überwiesen habe oder Cash bezahlt habe bei seiner Bank, ja, stimmt nicht. Also wird mir das abgezogen. Da habe ich gesagt, ey, das stimmt. Ich habe sogar Kontoauszüge gezeigt. Ich habe alles gezeigt. Ey, ist wirklich Respekt. Du bist ein eiserner Lügner. Du weichst nicht mal eine Sekunde aus. Du bist wirklich Profi in meinen Augen. Bei Allah. Obwohl man dir das bewiesen hat und das Gericht auch. Du bist ein eiserner Lügner. Machst trotzdem weiter. Und Gewinn verlieren ist da nicht so. Eher so, dann werde ich eben das Gutachten von 2018. Und was mir dann zusteht, das bekomme ich. Aber in 2018, also am Ende des Tages hat er mich um 3-4 Millionen Euro betrogen. Ja. Aber wieso nicht dann auf freien Markt einigen, ist für beide mehr Geld, wenn er so gierig ist, wieso macht er? Du hast es nicht verstanden. Er will mich ja abschminken mit so wenig und dann will er es ja auf dem freien Markt verkaufen für so viel. Also nimmt er mir ja meinen Teil weg. Das habe ich ihm ja angeboten. Wir haben ja abgemacht, nach 10 Jahren verkaufen wir es auf dem freien Markt. Nach 10 Jahren musst du dir vorstellen, haben wir steuerfreies Geld. Aber er sieht jetzt, die behauptet, ich hätte was mit ihm machen können. Und so, das ist Betrug. Für mich ist das Prozessbetrug. Hast du bestimmt schon überlegt, hol dir den Gutachter. Ey, du verstehst nicht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Er hat mich zuerst ausgeschlossen. Also, da siehst du mal, ne? Normalerweise, wir alle jetzt, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld haben, keine Millionen, die weit davon entfernt sind, wir denken uns gerade, Amanakoim, wenn ich mich mit jemandem streite und es geht um 25 Millionen Grundstück, Immobilie, was auch immer, und wir kriegen 25 Millionen, Amanakoim, Hälfte, Hälfte, jeder 12,5, jeder geht seinen Weg, jeder wäre glücklich. Aber damit ihr mal seht, ne, dass die Reichen immer gieriger werden, dass dieses Geld, diese Gier, ein Auffristiger, das ist geisteskrank. Guck mal, die haben schon Millionen. Und in dem Falle, wenn das jetzt alles stimmt, was Arafat sagt, dann hat ein Bushido schon seine Millionen und will immer noch, guck mal, von diesen 25 Millionen will er nur 125.000 Euro abgeben. Was würde jetzt passieren, wenn du wie früher abgemacht die Hälfte abgibst, Digga? Bei so einer hohen, das ist crazy, Digga, was Geld mit deinen Anstellungen. Also muss ich erstmal dagegen kämpfen, dass es gelogen ist. Wer wusste nicht von Immobilienkäufe? Bushido? So ein Bullshit, Alter. Ah, okay, aber wie begründet er denn, dass du so einen minimalen Teil bekommst bei Rüdersdorf? Ist das nicht 50-50? Ja, ist doch richtig. Also ich erkläre es nochmal, zum letzten Mal. Diese Immobilie wurde begutachtet, okay? Gutachten kam 2018. Ein Gutachter, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, wenn ein gerichtlicher Gutachter rausgeht, ist immer weniger. Okay? Wurde begutachtet mit 7 Millionen. 5 Millionen gehören ja noch der Bank, also bleiben ja 2 übrig. So gehört ihm eine und mir eine, theoretisch. Aber der mich raus, er will ja sehen, was ich jetzt bekomme. Also fliege ich raus, kriegt die Million, er behält es. Weil er mich ja zuerst, in meinen Augen ist das Prozessbetrug. Er mich zuerst, wer zuerst kommt, mal zuerst. Bei Allah, ich wusste, ich habe ihn noch nie öffentlich hinterm Rücken
oder irgendwas bedroht, weil ich bin ja zivilrechtlich gegen dich vorgegangen, gegen meinen Rechten. Also warum soll ich dir denn drohen? Das eine passt zu dem anderen nicht. Wie sieht es mit den Ex-EGJ-Künstlern aus? Wie ist es denn mit Bankkredit, wenn ihr geplant habt, das Objekt nach der Spekulationsfrist zu verkaufen? Dann hat Ihnen bestimmt eine Zinsbindung oder eine Kreditlaufzeit von 10 Jahren. Kann die Bank jetzt nicht... Der Typ ist gut. Ja, die Bank kann versteigern. Irgendwann hat die Bank gesagt, es soll kommen und unterschreiben, um es zu verlängern, den Kredit zu verlängern, weil das Geschäft für sie lukrativ ist. Dann meinte ich, wow, für euch ist das lukrativ. Wo ich damals für Kleinmachen nur Hilfe brauchte, habt ihr Nein gesagt, wegen meinem Namen. Wolltet mir kein Konto geben, hab gar nichts. Obwohl ich ein Konto habe, von der Steuerbehörde eingezogen hat und seitdem habe ich nie wieder Konto bekommen, habe ich gesagt, gut, ich möchte die Unterlagen, obwohl ich 50% Eigentümer bin, muss ich kämpfen, um die Unterlagen der Mieter zu bekommen. Und dann überlege ich es mir. Nee, können wir die nicht geben. Ich meine, dann unterschreibe ich das auch nicht. Dann hat die Bank gesagt, ja, wir wollen unser Geld haben. Ich meine, dann versteigert doch. Zwangsversteigerung steht euch doch zu. Die Bank, die Volksbank, jeder, der bei der Volksbank ist, ich schwöre euch, verschwindet da. Das sind Verbrecher. Was macht die Volksbank? Macht ein Kuschelmuschel mit Bushido hintenrum. Verklagt mich nur alleine, ihn aber nicht. Dann habe ich einen Trick gemacht. Habe ich gesagt, weißt du was? Ihr wollt doch eure 5 Millionen haben. Ja, okay. Ich gebe euch die 5 Millionen und gebt mir die alle Rechte. Dann mache ich die Zwangsversteigerung. Damit mein Anwalt, aber hast du die 5 Millionen? Ich so, nein, biete es denen mal an, du wirst sehen. Die werden nichts machen. Die werden sagen, nein. Das glaube ich nicht, sagt mein Anwalt. Dann mach's. Ihr sagt getan, auf einmal sagen sie nein. Versteht ihr? Die sagen nein. Ihr wollt doch euer Geld haben. Dann hat mein Anwalt gesagt, aber was ist euer Problem? Warum macht ihr keine Zwangsversteigerung? Das Ding ist doch viel, viel mehr wert. Nein, die warten, bis Bushido alleiniger Eigentümer ist. Dann machen sie wieder mit den Kuschelmuscheln. Damit das ganze Geld Bushido einsacken kann. Schlau. Ja, weißt du was? Alles Material. Was Allah geschrieben hat, wird passieren. So oder so. Die Mieteinnahmen seit 2018, die bekommt er. Das ist Gerechtigkeit in Deutschland. Nochmal, ich fasse zusammen. Ich habe das Business ans Land gezogen. Ich habe das Geschäft über die Bühne gezogen. Ich habe ihn mit reingenommen, weil ich ihn wie einen Bruder und einen Freund sehe. Und habe nach vorne geschaut. Nicht immer auf das Musik und etc. pp. 8 Jahre später kommt ein Streit. Obwohl wir abgemacht haben, ja, O-Ton, lass Rüdersdorf beiseite, nach 10 Jahren verkaufen wir. Alles klar, reden wir nicht drüber. Hat einen Weg gefunden und gesucht, was vorne und hinten nicht stimmt. Das ist Prozessbetrug. Ja? Und jetzt kämpfe ich seit 2018 bis jetzt parallel zum Strafprozess im Zivilprozess gegen ihn. Ob das oder Musik oder egal was in der Musik. Kleinmachnow und Rüdersdorf und Strafprozess. Okay? Und im Strafprozess hat der vorsitzende Richter selber die Aussage getroffen, er hat das alles gemacht, um Vorteile für die Zivilprozesse. Alhamdulillah, Allah sieht alles. Aber dann frage ich mich, was machen denn die Richter bei den Zivilprozessen, wenn ein Landgericht ihn deswegen sagt, ey, da stimmt was nicht. Aber da spielen andere Kräfte im Hintergrund, ja, wie ein Herr Füllgraf, der das Finanzamt animiert, mich anzuzeigen, obwohl er nichts damit zu tun hat. Nur, dass er wieder ein Verfahren hat gegen mich. Er verfolgt mich seit 2004. Okay. Ich weiß nicht warum. Seit 2004 verfolgt er mich. Hat Verfahren für Verfahren gegen mich eröffnet. Er öffnet absichtlich Verfaren immer nur, dass er gegen mich hetzt. Hasbi Allah und Ni'mal Wakil. Bushido ist immer wie ein Kaube durch die Stadt geritten. Wallahi nein. Er wie ein Bürgermeister. Ach so, ja, mein Buch. Leider Gottes, jetzt ein paar Läden nehmen das auf, aber die haben mich wirklich vorher boykottiert. Das wollte ich vorher sagen. Die haben natürlich immer Angst vor der Presse und zu sagen, ja, wie könnt ihr dann einen Clan-Chef, wie könnt ihr einen Verbrecher pushen? Der einzigste Verbrecher, den ihr pusht, ist Herr Bushido. Einziger Betrüger, den ihr pusht, ist Bushido. Wenn ihr das Buch bestellen wollt, jetzt ein paar Läden gibt es. Wenn nicht, habt ihr den Link. Wenn ihr es bestellen wollt, bestellt. Wenn nicht, auch nicht. Und Bushido übrigens, ich habe mehr als 50 Bücher verkauft. Das ist nicht meine Seite. Die Seite heißt nur so. Aber das ist nicht meine Seite. Und ganz ehrlich, wenn ihr cool seid, einfach um die Leute zu zeigen, dass egal wer wen boykottiert, wir trotzdem stark genug sind und die Bücher nur durch einen Link bestellen können, bestellt. Wenn ihr unbedingt ein Autogramm haben wollt drauf oder eine Widmung, kriegt ihr gerne. Wie war das Gefühl, als du im Gericht mit dem Haftbefehl? Es ist ja noch nicht die Zeit. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Mir geht's gut. Alhamdulillah. Wallah. Ich habe auch durch die Zeit sehr, sehr, sehr erfahren. Das sind alles nur materielle Sachen. Okay? Wie gesagt, wenn einer mir sagt, ich habe einen Freispruch bekommen, es soll doch mein Leben chillen. Wie gesagt, ich würde es machen. Aber du machst ja immer noch mit deinem Anwalt
etliche Aussagen, die vor Gericht, im Zivilprozess ist es so, der Anwalt schreibt dann immer beim Richter, dann schreiben wir und da steht wieder die ganze Scheiße drin. Er hört nicht damit auf. Du wirst nie damit aufhören. Wenn du nicht richtig tief auf die Fresse fällst, wirst du nicht aufhören. Aber ich bei Allah geht nichts verloren. Ich prophezeie dir das. Du wirst ganz, ganz tief sinken. Ich habe das Buch bestellt. Wie kann ich es von dir signieren lassen? Meine Nummer ist 187. Schreib mir einfach oder schick mir das ins Büro und ich widme das. Oder ihr kommt, Papa Ari, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, kein Problem. Ich habe auch mal überlegt, irgendwo in 6, 7 Städten mal irgendwo in Buchläden zu gehen, die das Buch sich trauen zu kaufen. Dann würde ich auch dahin kommen und wenn ihr das dann haben wollt, würde ich das auch widmen. Gab es einmal ernsthaft einen Streit zwischen dir und ihm, an dem aber du schuld warst und dich auf jeden Fall sogar entschuldigen musstest? Ja. Das gab es wirklich. Und da habe ich mich auch entschuldigt. Das war vollkommen meine Schuld. Wir haben Fußball gespielt. Und er hat gegen mich gespielt. Also wir waren Gegner sozusagen. Und immer, wenn er ein Gewinn war, war der voll eklig. Aber sein gutes Recht. Der hat mich so krass provoziert. Aber hätte ich andersrum genauso getan, dann habe ich den Ball genommen und habe voll gegen geschossen. Gegen seinen Rücken. Und dann wurde er voll sauer und sagt, ey, du bist kein schlechter Verlierer, bla 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 bla. Und ist gegangen. Und so, weißt du, war scheiß auf dich, verpiss dich so. Dann bin ich wieder runtergekommen, dann bin ich zu den Hause und habe mich entschuldigt. Ja. Ist wirklich so. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich irgendwo schuld bin, egal was, ich habe kein Problem, mich zu entschuldigen. Gar kein Problem. Aber jetzt kennt ihr so ungefähr die Geschichte in Rüdersdorf und lasst euch nicht von Spiegel TV und der Bild-Zeitung oder irgendwas blenden, die ihn wieder pushen wollen, ja, und sagen, ja, keine Ahnung, das ist, wallahi, das ist die Wahrheit, die ich sage. Und egal, merkt ihr, egal, oder wo er beim Prozess, also, weil ich ein Säumnisurteil bekomme. Ein Säumnisurteil bedeutet, ich habe sozusagen zurückgezogen und dann kriege ich ein Säumnisurteil, dass ich in die Berufung gehe, weil der Richter schon angedeutet hat, aber der Richter, er hat es verstanden, aber er wollte es nicht verstehen. Er hat bestimmt von ganz oben einen bekommen, da war ein Journalist, der kam zur Urteilsverkündung. Und dann fragt er ihn, warum haben sie so geurteilt? Ja, er wird doch eh in Berufung gehen. Stimmt, dass das die Geld von Messel wollten? Ja, stimmt. Die haben Anna-Maria abgehört und da haben sie es, da ist rausgekommen. Habt ihr privat viel unternommen? Oh, sehr viel. Sehr, sehr viel. Was mit den Löwen in Kleinmachnow? Die Geschichte muss ich auch noch erzählen. Alter Schwede. Der angebliche Löwe in Kleinmachnow. Wie ein Lügner so schön sagte. Real Talk. Die haben dreimal bei mir geklingelt. Dreimal hat das LKA bei mir geklingelt. Das stimmt, Bodensee. Er ist auf jeden Fall sehr intelligent. Und man weiß nicht, sagt er einfach nur die Wahrheit, das ist ein intelligenter Mensch, ein schlaues Bürschchen, so was über die Jahre gut Geld gemacht hat, Business aufgebaut und jetzt einfach nur gelingt worden ist. Oder verdreht er hier alles und weiß, wie er zu reden hat. Keine Ahnung. Aber so Stand der Dinge bin ich eher auf seiner Seite gerade, sag ich euch so, wie es ist. Wir wollten wissen, ob oder wo der Löwe ist. Ungelogen, Alter. Krass, wa? Irgendwann kommen die Klingeln bei mir und wollen mich fragen, ob ich den Kennedy-Mord zugebe. Gott sei Dank war ich da nicht geboren. Stimmt es, dass du ein Kontrollfreak warst, wie er behauptet, und dieser Fitner in seiner Doku wegen Ali? Ja, Mann, stimmt. Hat der mal behauptet, ne? Und so. Ach, Vorderkörper. Alles gelogen. Er hat mich als Kontrollfreak, oder ich hab mit ihm... Weil es gab ja diese Memo, wo er ihn als Hund bezeichnet hat. Du bist unser Hund, du tust das, was wir sagen, dies und jenes. Und das geht ja schon in die Richtung, in die Schiene Kontrollfreak, ne? Am Anfang sehr, sehr viel privat. Zuletzt, er hat sein Leben, ich habe mein Leben gehabt. Wieso? Deswegen, so wenn er jetzt hier einfach so trocken antwortet und sagt, hier hätte ich mir jetzt eher gewünscht, dass er vielleicht sowas mal sagt wie, das mal vorgefallen, so vorgefallen. Aber wenn du einfach radikal alles abblockst und sagst, das einzige Mal, wo ich im Unrecht war und mich entschuldigt habe, war der Tag, wo wir Fußball gespielt haben und ich ihn angeschossen habe und mich dann entschuldigt habe, Bro, ich bitte dich. Also man kann sich jetzt auch nicht da irgendwie wie so ein Unschuldslamm darstellen lassen. Ne? Er ist safe kein ungeschriebenes Blatt, allein weil man diese Memo gehört hat. Deswegen, das ist mir ein bisschen zu viel so selbstgepusche. Ich habe nichts falsch gemacht, ich wurde nur betrogen. Ich würde mir wünschen, zwischendurch auch mal von ihm so... etwas zu hören, wie er seine Fehler eingesteht. Ja, ich habe auch mal dies gemacht, ich habe ihn beleidigt, ich war zu hart, vielleicht so. Und dann kann er vielleicht sagen, ist dennoch kein Grund, einen zu betrügen, um wegen Geld abzuziehen, bla bla. Also das fehlt mir einfach hier. Wir sollten aufhören, wenn es am Spannenden ist, oder? Ich wünsche euch alles Gute. Sonntag, 21 Uhr. Ich überlege mir ein sehr, sehr interessantes Thema. Gute Nacht. Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Okay, das war's mit dem Video, Leute. Eure Meinung in die Kommentare. Was ihr glaubt, wen glaubt ihr? Arafat oder Bushido? Würde ich mal sagen. Sehen wir uns bis zum nächsten Mal.